So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. The Signal, um genau zu sein. Oder das Signal. Dem ersten, ja, der ersten Special-Episode, DLC, wenn man es so nennen möchte. Ja, in der PC-Version war es ja nicht von Anfang an da, von daher. Alan Wake macht mir Angst. Ui! Wie ist das jetzt passiert? Ich renne lieber. Wenn der Spielplatz einen einfach kaputt machen will. Au, oh, Alter! Bin ich denn hingeflogen? Schienbein gestoßen, gestorben. Mit Emi können sie ja nicht auf dem Ausweichen. Danke, Videospiel. Echt, ist es so. Fick dich. Muss ich die jetzt echt platt machen? Da komme ich hier durch. Richtig durch. Ich bin hier recht sicher eigentlich. Fällt mir. Oh. Hui! wow, Alter! Das verfolgt mich bis hierher. Die Rutsche. 68 in New Deer Fest in 1 Days. Hey! Es ist bald soweit. Ne, eigentlich findet es ja jetzt gerade statt draußen. Wobei, wieso die Regeln für Zeit, Raum und Zeit, also Raum ist ja sowieso hier am Abspacken. Aber wie dann auch die Regeln für Zeit sind in diesem im Dark Place, das ist einmal dahingestellt. Wahrscheinlich vergeht einfach keine Zeit draußen oder es vergeht ganz viel Zeit, eigentlich sind schon 10 Jahre später. Weil wegen Control, ne? Vielleicht vergehen da wirklich 10 Jahre in diesen zwei DLCs, keine Ahnung. Weil Control spielt 10 Jahre nach Alan Wake, weil es 10 Jahre später rauskam. Beziehungsweise eigentlich 9 Jahre, aber. Das DLC kam 10 Jahre. I had to find the key to get the door open. Damals hatte sie den, glaube ich, ne? Mir geht's gut. Oh. So ein Truck, der auf mich rauf möchte. Ich begatten möchte. Ich konnte den gerade nicht mehr bearbeiten. Da waren sie gleich rum. Schlüssel. So, das war's, ne? Nein. Der Hirschkopf möchte auch nochmal. Ah, der ist ja das geringste Problem. Der ist klein. LOL. Wie auch immer das gerade passiert ist. Oh nein, muss ich jetzt noch mal? Nein, muss ich nicht. Run, run, run. Ja. Sorry, ein bisschen weil wir geskippt, aber das passiert. Ah, schon interessant, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie die rumliegen haben oder halt ja, Kisten haben oder so und einfach das so erscheinen lassen müssen. Das ist ganz lustig. Gefällt mir. Das war übrigens gerade eine extra große Packung Batterien, oder? The world was, it was changing, twisting, out of control. It was too big on the inside. He couldn't see the ceiling. Something was moving in there. He was lost. He couldn't find the exit. Bam! Dobrich! Huch. Da hat gerade einfach ein bodenloses Loch.
Nein. Boom. Okay, das ist interesting. Okay, ich muss tatsächlich aufpassen. In diesem Fall, weil die mich sonst leider mir wehtun. Wenn ich es bei denen dann natürlich sehr gerne machen kann. Hihihihi. Okay. Sagen, ich darf mich natürlich nicht selber verletzen damit. Das geht ja leider auch. Ich bin jetzt auch eigentlich auch eine Form der Dunkelheit, wenn man mal so möchte. Ja. Scheiße. Oh, wie ist das denn jetzt passiert? Denken Sie daran auch an weniger offensichtlichen Orten nach versteckten Gegenständen zu suchen. Halt doch dein dummes Maul. Die Schiffe wurden immer schwerer. Ich war nicht sicher, ob der Platz größer wurde oder ich kleiner wurde. Das Signal ging in den Haywire. Ich würde meinen Weg hier raus finden, auf meinen eigenen. Oh yeah, oh! Okay, komm mal her oder so. Ui. Ja, das ist jetzt schlecht. Ihn juckt's halt einfach nicht, ne? Ich lebe. Nur darauf kommt's an. Puh. Hab noch ein bisschen Schmerzen, aber jetzt geht's wieder. Ich wollte gerade mal nachdenken, dieses Humpeln, das war ja auch bei Max Payne, glaube ich, ne, wenn man fast tot war. Zumindest bei Max Payne 1, glaube ich. Ich bin mir gerade auch nicht 100% sicher. Aber ich habe da gerade was in Erinnerung. Dass auch diese Animation immer war. Hey. Schön die Umgebung ausnutzen. Ich glaube, die Folge nenne ich einfach nur Boom, wenn nichts Spannendes passiert. Oh. Erstmal in seine Richtung ausweichen. Sehr klug auf jeden Fall. Ja, toll. Oh Gott. Nee. Ach komm. Bist du auch ausgerechnet so ein Fetter, ne? Jawohl, okay. War kurz Zeit über, das heißt, es war es wahrscheinlich. Aus dem Untergeschoss hinaus gelangen. Klingt machbar, glaube ich. Oh. Okay. Hm, warte mal. Klettern. Vielleicht ist hier ein... Nee, hier waren wir, ne? Okay. Dann wird hier nicht mehr sein. Hallo Leiter. Öfter hier? Zane left me a page. Türrahmen. He was trying to help me. So, ich hab da gerade gar nicht gesehen. Schrei. Bestseller. Geil. Ein Freund. Ich auch mal gerne. Hi, Barry. Barry. Hey, Bestseller. Looking good. You're not real. Well, no shit. What gave me away? What, the see-through thing? I'm a figment of your imagination. Just like pretty much everything else you see here. Maybe even you. That's insane. Yeah, you're right. Everything that happened before made perfect sense, but this is insane. Good catch, Al. Okay. Okay, look, I gotta get going. The GPS... The GPS, yeah, I know. Follow the signal. Got it. Aha. Hilfst du mir jetzt oder eher so, nicht so? Anywho, I'm here to help you. The thing is, you need to get a grip. All right?
You nag the way the real Barry does. You know that? Well, hey, you know, be fair. It's not my fault you think I'm annoying. I don't think you're annoying. Ah, babe, relax. It's cool. Just try to stay on the ball here. You need to do what Zane tells you. He's been here for ages. He's like the expert. Vielleicht ist sie wohl doch stärker, ich weiß es nicht. This is insane, and it's all from your mind. What's that say about you? Fine, enough. I can't believe I was actually happy to see you. Come on, don't shit a shitter, Al. Deep down, you're always happy to see me. Can't lie to yourself. Know what I'm saying? I must be a sucker for punishment. You? No, really? And I always thought you went out of your way to avoid trouble. Thanks. Thanks. I think the signal is pointing towards that thing in the distance. Yeah, that'd be the Biltmore sawmill. How the hell do you know that? I don't know anything you don't. So why don't you ask yourself that? Huh? Maybe you saw a sign for it back in the real world. Or maybe it's the sawmill, because I said it's the sawmill, and now you can't get it out of your head. Fantastic. Yeah, sure has given me a headache. Or is that your headache? Do you have a headache? Barry. Dude, we're bonding. Oh man. Boom. Mama. Hey Al, I guess the pen is mightier. If you complete that sentence, you're fired. Mightier than the sword. You're fired. Oh. Ich hab ihn einfach zuerst erwischt. Aber egal. Bumm hat trotzdem alles Bumm gemacht. Ziemlich viel Bumm in der Folge auf jeden Fall. Das ist klar, das ist auf jeden Fall das leitende Thema heute. Aber Bumm macht ja auch Spaß, also alles cool soweit. Das reichte leider nicht. Oh, oh. Ja, komm hier. Treffen will gelernt sein. Pumpgun. Und nochmal Bumm. Ah, ich kann so viele Werke gehen. Werke, ich will nicht. Feuerwerk. Oh, hi. Ha! So macht man das. Nein, mach jetzt nicht. Ich will hier Bumm machen. Damit der schon mal weg ist. Danke. Uiuiui. Oh, voll reingelaufen, aber auch. Na komm. Ich habe so viel Muni. Und die Pumpgun, ist die besser? Ich weiß es halt nicht. Wie viel Muni habe ich denn dafür? Ist es die gleiche? Oh. Ja, dann beide ich die. Oh, warte mal. Ich sollte nicht Bumm machen, während ich daneben stehe. Kleiner Tipp an der Stelle: Feuerwerk vielleicht auch nicht. Achso, Feuerwerk macht tatsächlich nur. Entfernt nur die Dunkelheit, aber nicht, tötet sie nicht direkt. Aber das ist okay. Das Licht entfernen oder das Licht hinzufügen. Das ist sowieso halt stressig. Ich habe gerade noch so den Y gedrückt. Ich wollte B drücken zum Aufsammeln, aber außerdem auf Y gedrückt. Heieiei, Entschuldigung. Deswegen war gerade alles im Arsch. So. Wie welche Muni geflogen ist, ey, ist ja furchtbar. Hallo, aua! Ganz ruhig jetzt mal hier. Ist das nur. Der alleine macht mich einfach tot.
Sterben in dem Spiel ist einfach anstrengend. Kannst nicht anders sagen. Meine Güte. Ah, eieiei. Okay, da hinten war ja sonst nichts, glaube ich. Außer halt die Pumpgun, aber die nehme ich wieder mit, glaube ich. Ja. Kann man sich ruhig schon mal gönnen. Und das Werkzeug natürlich. Oh. Hilft schon mal ein bisschen. Das ist auch der beschissenste Ort, einfach dieser Baumstumpf, dass wir so richtig schön abprallen und einfach quer durch die Weltgeschichte fliegen. Finde ich anstrengend, ein bisschen unnötig. Aber dann ist das halt so. Du gehst mir echt auf den Sack, ne? Kann ich Bumm machen? Ich mach jetzt Bumm. Na komm mal her. So, nämlich. Der lebt leider noch. So. Bumm, Feuerwerk, bumm. Und hier liegt was. Ein Wecker. Ah, stimmt. Wir hatten ja die, das ist ein Collectible, ne? Dann sind das DLC-Collectibles. Vielleicht auch diese Night Springs Videospiele, die da waren, weil die habe ich ja irgendwie auch keinen von gefunden. Das sind DLC-Sachen gewesen, okay. Das hatte ich nun wirklich nicht mehr im Kopf. Ah, warte mal, ne, ich lock die mal an. Aua. Aua, Alter. So. Meine Güte. Huch, da hinten schwören aber ganz viele Sachen rum. Was? Willst du mich verarschen? Verarschen? Stand Werkzeug. Button Fake einfach. Aber eine Blendgranate, das ist sehr schön. Oh, die Leuchtpistole, Mann, ich vergesse die immer, dass ich die hab. Arg. Mit 6 Schuss. Ui! Ne? Wo wir gerade bei dem Thema waren. Heieieiei. Und Scheinwerfer. Okay. Okay. Eieieiei. Hart. Kontrollpunkt. Schön. Scheinwerfer. Okay, Brücke, Brücke. Wir müssen jetzt ganz viele Brückenteile treffen anscheinend. Ey, was? Ach so, das Ding. Really? Yeah, you should probably use them. Your insight is staggering. Aha, I know. Ist gar nicht so leicht. Verstecken sich. Blöden Dinger. Ja. Ich würde es jetzt nicht Brücke nennen. Ah, passt schon. Soll ich dadurch? Al, I'm not saying anything you haven't come up with first. Figment, remember?
This kind of thing can drive a man insane. No! This is great! And it's probably therapeutic for you too! Was auch immer. Wieder so ein Ding. Cynthia Weaver, die Lady des Lichts. Der düstere Traum im hellen Raum. Weavers schwieriges und kompromissloses Leben wird in Cynthia Weaver, die Fackel tragen, erleuchtet. Ha, erleuchtet. Eine hellende und teilweise erschütternde Biografie von Ellen Adams, die unter Weavers Leitung als Praktikantin bei Bright Falls Record arbeitete. Okay, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir mal. Da war eben ein Speicherpunkt. Und nächstes Mal geht's jetzt hier weiter im Signal DLC. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir das Signal erreichen. Hoppala, nee, brauchen wir noch nicht. Was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.